Also, wie hieß die nochmal? Charlie oder so, der Affe oder so hieß das. Keine Ahnung mehr, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Irgendwie Charlie, der Affe oder so, der Afro. Och nö, komm, Benjo. Don't do it. Don't troll. Komm, wir wollen doch nur gewinnen. Und zack. Yay, da ist das Puzzleteil. Ich weiß gar nicht, ob das Puzzleteil... Ah, das Puzzleteil zählt never mit zu den 10. Ich glaube, ich weiß, welches dazu zählt noch. Wir haben nämlich ein großes vergessen, und zwar hier. Wenn ich das richtig im Kopf habe, kriegt man nämlich hier 3. So. Nein. Ah, genau da. Kann Kong gar nicht treffen. Arr! Aha. Nop. Scheiße. Muss ich wieder da hochgehen? Ja, ja, wir müssen ihn treffen. Da ist das letzte Puzzleteil. Ja! Oh, Bär besiegt Konga. Konga gibt Preis an Bär. Yay! Und das letzte Puzzleteil dieser Welt. Damit hätten wir die Welt zu 100% abgeschlossen. Ja, und 10 Puzzleteile. Yay, yay. So, jetzt zu allerletzt machen wir uns noch kurz mit der Verwandlung auf den Weg, draußen das Puzzleteil zu holen. Natürlich holen wir das auch noch. Ich meine, wenn wir jetzt einmal kurz hier sind, dann können wir auch alles abschließen, was mit dieser Welt zu tun hat. Dann haben wir die nämlich schon mal komplett hinter uns. Und als zweites kommt, glaube ich, der Strand. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Strand heißt. Oh, komm her, Jinjo, Grüner. Aber der Jinjo war auch... Ach, der Jinjo, jetzt sage ich schon der Jinjo. Aber die Welt war auch richtig lustig. Da konnte man fliegen lernen, glaube ich. Und da gab es auch dieses eine Rätsel. Schon wieder einen neuen Mückenstich hier, was soll das? Da gab es auch dieses eine Rätsel. Hallo, Mumbo, mach einen Zauber, bitte. Kommt. Ugeda! Ugeda! Das ist so geil, Mann! Ugeda! Und wir sind wieder kleine Ameise. Dum, dum, dum. Ach, diese Ameise. Ich liebe die doch. Ist sie nicht schön, Leute? Meint ihr nicht auch? Sollte man nicht den weltweiten Ameisentag wegen der einführen? Weil die einfach so. Oh, komm, ich rette dich. Oder kann ich dich nicht retten, Jinjo? Nee, ich kann leider nicht hoch genug springen für dich, Jinjo. Tut mir leid, Jinjo, like. Einmal bitte drauf und teleport. Bam, bam. So, die Bestleistung dieser Welt beträgt 100 Noten. Besser geht's auch nicht. So. Ja, wir haben jetzt die zweite Puzzle in der Grundhilda-Welt. Da gibt's nämlich auch verschiedene. Ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt. Das ist mir jetzt gerade ein Rätsel, ob das auch 100 Puzzles sind, die es da gibt bei der Grundhilda oder nicht. Das weiß ich gerade gar nicht. Kann ich leider nicht sagen. Weiß ich nicht. Ja, jo, ja, ja, jo. Ja, und einmal rein, bitte. So, mein lieber Mumbo, einmal wieder zurückverwandeln. Komm. Okay. Ach, es ist so geil, es ist so geil, es ist so geil, Leute. Es ist so geil, es ist so geil. So, auf geht's, yo, auf geht's, auf geht's, yo, auf geht's, yo, auf geht's, yo. So. Bam, bam. Und einmal zurück, bitte. So, wo ging's denn jetzt lang? Jetzt, genau, wir können die nächste Tür öffnen. Ach, jetzt habe ich, warte mal. Ich hätte gern noch ein bisschen Leben. Dankeschön. Ach, warte, gehen wir nochmal in die Welt rein. Oh. Ich mache mich eben noch mit Leben voll. Dann passt das auch ungefähr gleich mit dem Ende des Parts. Wir haben zwar jetzt erst die Hälfte, aber dann fangen wir die neue Welt im neuen Part auch an. Da machen wir jetzt wirklich alles hier. Warte. Ich zeige euch nämlich da hinten mal, das haben wir noch nicht kaputt gemacht, dieses Wabenviech. Hier. Passt auf, wenn man das schlägt, dann gibt das einige Waben.
Was? Es meckert gar nicht? Ich habe gedacht, da kommt jetzt nochmal ein bisschen Meckern von dem Viech. Schade. So, jetzt sind wir auch voll. Zack. Mach Kamera per... Ja, wir sind hier nicht in Spanien bei den Schierkämpfen, mein Lieber. Da sind wir eindeutig nicht. Also, go away. Geh woanders hin, mein lieber Friend from Mexico. So, auf geht's. Zack. Dum, 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 dum. So, what the fuck? Wäre ich fast von der Dinge getroffen worden, beziehungsweise ich wäre reingelaufen. So, ja genau. Hier kamen wir nämlich nur mit dem Kazooie hoch. Da kamen wir eben ja noch gar nicht hoch. Wir haben es aber auch gar nicht ausprobiert. So, hier wäre auch verschlossene Tür, oder? Ja. Und zwar, da ist der Bottles. Diese Tür hat Grundhilda mit einem Musikzauber versiegelt. Mache sie auf, Opa! Sei nicht so frech. Um die Tür zu öffnen, müsst ihr in den Welten die Musiknoten einsammeln. Wie viele brauchen wir? Die Zahl auf der Tür gibt die Stärke des Zaubers an. Um den Zauber zu brechen, müsst ihr... Gerne, mindestens so viele Noten einsammeln. Wie dort angezeigt wird. Alles klar, 50 haben wir locker, wir haben das Doppelte sogar. Zauber! Ja, kein Problem. Vielen Dank für die Vorstellung, Benjo. Klasse Vorstellung. Willkommen im Yammertal. Jetzt beginnt die pure Qual. So, was war denn hier oben? Können wir eigentlich schon die nächste Tür aufmachen? Nur mal rein aus Interesse. Ah, der hier ist ja noch gar nicht angezeigt. So, ah, stimmt, das gibt's ja auch noch. Diese Sprungblöcke dienen Kazooie als Sprung. Finde mich und ich verrate euch, wie es funktioniert. Hä, ist der hier irgendwo? Bottles? Hä, was denn hier? Kam ich hierher? Hier kam ich doch her, oder nicht? Ja, was denn dann hier? Bottles? Der Kessel! Der magische Kessel ist aktiviert. Blub, blub, finde zwei blub, blub, gleicher Farbe blub, um eine blub, blub, Abkürzung zu blub, blub schaffen. Stimmt, die Kessel, es gibt ja... Ah, es gibt... Ist die auch hier? Frau! Die Schwester von Grundhilda. Die läuft ja auch immer rum, gibt... Oh, ich kann Bock haben. Gibt einem immer nützliche Tipps und so weiter und so fort. Aber ich glaube, die ist hier gerade nicht hier, die Schwester von Grundhilda. Vogelbeine mag ich sehr. Sie sind ein leckeres Dessert. Da ist die Schwester von Grundhilda. Hallo, Schwester. Hallo, meine Helden. Ich bin Brentilda, Grundhildas jüngere Schwester. Ich möchte euch helfen. Es wird Zeit, dass man der alten Schachtel eine Lektion erteilt. Ich weiß alles über Grundhilda und werde euch bei jedem Treffen drei ihrer Geheimnisse verraten. Vergesst meine Hinweise bloß nicht, denn ihr werdet sie noch brauchen. Ja, ganz am Ende. Drückt B, wenn ihr etwas über Grundhilda hören wollt. Komm, hau rein, ich will hören. Grundhilda putzt ihre Zähne mit Fledermaushaut. Bah! Ihr Haar wäscht sie mit Fledermausköckeln. Grundhilda! Bah! Wirklich? Komm, letzte Wahrheit. Ihre Kleidung holt sie sich aus der Mülltonne. Was ist das denn für eine? Die Hexe hat ja mal wohl voll eingelitten. So, zwei Puzzleteile. Die können wir einsetzen. Um Puzzleteile wieder herauszunehmen, drücke den unteren C-Knopf. Doch wenn das Bild erst einmal vollständig ist, lassen Sie keine Teile mehr entfernen. Okay. Da. Treasure Trove Cove hieß das, genau. Da sehen wir, da ist die Treasure aufgegangen. Treasure Trove Cove. Ja, Leute, mit der Treasure Trove Cove werden wir uns dann beim nächsten Mal beschäftigen. Das war's von der ersten Banjo-Kazooie-Session. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Mir macht es wirklich riesen Spaß. Ich liebe Banjo und Kazooie. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, Leute. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Table-Tennis-Gamer mit Banjo und
dem frechen Hasen, sag ich schon, Bobby. Mit dem frechen Vogel Kazooie.